So, und jetzt will ich mal ein bisschen in Beispiele gehen, wie eigentlich Exatrack jetzt zu einer Optimierung der Flotte auf dem Betrieb führen kann. Was eigentlich ganz interessant ist, wenn man mal mit Landwirten spricht, und ich hab mir, Rainer, von dir auch ein paar Videos angesehen, wo das wirklich sehr schön klar wird, dass ich quasi, wenn ich eine betriebswirtschaftliche Analyse machen will, dann meinetwegen Maschinenkostenkalkulation, meine Futterkosten kalkulieren, dann wird eigentlich irgendwo immer die Information benötigt, was macht eigentlich meine Maschine beim Mähen? Wie viele Stunden mäht die im Jahr? Oder ja, wie viele Stunden wird eigentlich der Futtermischwagen eingesetzt? Ne? Das nette Beispiel mit dem Bezogenen und dem Selbstfahrer, wo ist da die Einsatz- oder die Auslastungsschwelle? Und wenn wir bei Exatrack im Portal in die Statistik, Entschuldigung, schauen, dann sehen wir da eigentlich als erstes ein großes Tortendiagramm, wo also wirklich alle Maschinenstunden, die auf diesem landwirtschaftlichen Betrieb in dem Erntejahr oder Wirtschaftsjahr angefallen sind, aufgezeichnet sind. Und unser Beispielbetrieb hier, der hat eine Bullenmast und Ackerbau. Und spannend zu sehen ist eigentlich, dass hier 40% aller Einsatzstunden, also da sehen wir hier eben in Grau das Schüttgutladen, das ist eben die Ladeschaufel vor den Teleskopladern oder den Hoftrucks. Und Füttern ist der Futtermischwagen, das sind 40 Einsatzstunden, also über 2000 Stunden, nur auf diese beiden Tätigkeiten entfallen. Und das ist eigentlich ja, eine ganz wichtige Kennzahl, um eben auf Basis dieser Informationen überhaupt mal weitergehende Kalkulationen anführen zu können und überhaupt auch mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wo muss ich jetzt hier ansetzen, ne? Bringt es jetzt was, dass ich jetzt irgendwie erstmal mit dem Grubber, mit der Bodennadel anfange oder der Aussaat und da wirklich anfange zu optimieren? Oder sage ich, nee, ich fokussiere mich jetzt mal aufs Laden und aufs Füttern, auf die beiden Bereiche, weil da ich vermutlich den größten Hebel habe. Das ist mal so eine ganz, ganz grobe Einsicht, ne? Wie viele Stunden machen meine Maschinen wo und bei welchen Tätigkeiten. Aber ich kann natürlich auch noch mehr ins Detail gehen, gerade wenn ich wirklich individuelle Kennzahlen brauche für einzelne Verfahren oder Maschinen. Ist jetzt das nächste Beispiel in derselben Statistik. Da gibt es die Möglichkeit für meinen Gesamtbetrieb, ne, das ist hier die linke Tabelle, ich habe jetzt mal das Beispiel Pflanzenschutz, also Spritzen rausgesucht, die Kennzahl meiner Flächenleistung und meines Dieselverbrauchs herauszuziehen aus dem System. Ja, jetzt ist es so, dass auf diesem Betrieb eine Spritze ist und je nachdem, wie die Anforderungen gerade in der Saison sind, laufen unterschiedliche Schlepper davor. Das heißt, für eine Grobkalkulation meiner Verfahrenskosten aus ackerbaulicher Sicht im Spritzen, da würde ich erstmal mit einem Durchschnittswert rechnen wollen, weil alles andere wäre viel zu kompliziert. Ne, da könnten wir jetzt in die Tabelle schauen, sehen, aha, im Schnitt 6,6 Hektar die Stunde ist meine Flächenleistung. Ich brauche 1,47 Liter pro Hektar und habe mit der gesamten Saison 579 Hektar gespritzt. Das ist ja sozusagen die Auslastung dieser Pflanzenschutzspritze, die ich dann eben als Kalkulationsgrundlage nehmen kann. Jetzt kann es aber sein, dass ich für jetzt, um zwei Maschinen nebeneinander zu legen, vielleicht eine Kaufentscheidung zu treffen, für eine Drittmaschine oder schaffe ich eine ab, wie auch immer, dass ich dann eben mal wissen will, wie viele Stunden machen die einzelnen Maschinen denn vor dieser Spritze und was sind eigentlich die Kennzahlen, ne? Und wir haben hier einen ganz interessanten Fall, dass eben während dieser Saison in 22 der Schlepper gewechselt wurde von einem alten 724 auf einen neueren. Und gleichzeitig der Fendt 826 auch nochmal gelegentlich vor der Spritze gelaufen ist. Es gibt die Möglichkeit auch bei uns im Portal ja, Maschinenkostensätze pro Stunde, pro Hektar und so weiter zu hinterlegen. Da muss man jetzt aber auch dazu sagen, dass es noch nicht so eine tolle Kalkulation ist wie Rainer in deinen Excel-Tabellen. Von daher würde ich an dieser Stelle empfehlen, die Kennwerte aus dem Excel-Track zu übernehmen, in die Excel-Tabelle vom Rainer einzupflegen. Und dann habe ich eine super Datengrundlage, um da eine tolle betriebswirtschaftliche Betrachtung von Einzelverfahren eben machen zu können. Wenn du meine spannendsten Excel-Tools für Milcherzeuger kostenlos testen möchtest, klicke oben rechts und trage deine E-Mail ein. Unten rechts erfährst du mehr über meine neue Milchviehberatung und unten links siehst du noch mehr Videos für Milcherzeuger. Bis dann, dein Rainer Möller.